Mein Name ist Zacharias Kwasalka. Ich bin 32 Jahre alt, verwende Linux seit ca. 16 Jahren und war 8 Jahre lang im Verlagswesen, Medienbranche, Druck beschäftigt. Also bitte, das mit den 2 Potenzen ist super. Also nächstes Jahr hat das niemand mehr. Ja? Wirklich? Das ehrt mich, ja? Freut mich. Perfekt. Ne? Gutes Jahr erwischt. Und das Thema meines Vortrags ist Typografie. Und Typografie ist, das Thema ist gewaltig. Ich werde mein Bestes tun, das entsprechend zu komprimieren und trotzdem einen guten Überblick zu geben. Und es freut mich zwar immer wieder, wenn sich Leute Notizen machen, mitschreiben, sonst was. Ich habe mir allerdings erlaubt, unter sacharia.at/2012typo.pdf eine Zusammenschrift zur Verfügung zu stellen. Also, wenn sich allerdings jemand etwas notieren möchte, gerne vor allem Fragen. Also, ich beantworte Fragen gerne, allerdings am besten nach dem eigentlichen Vortrag. Ich glaube, das ist organisationstechnisch ein bisschen besser, denn oft beantworten sich Fragen auch, also im Laufe des Vortrags. Nun, Typografie, ein weites Thema. Die wichtigsten Aspekte sind wohl, woher das Ganze kommt, die geschichtlichen Hintergründe, auch ein paar, wenn man so will, natürliche, biologische, also Grundnummern, wie das Auge funktioniert, wie wir wahrnehmen. Und dann möchte ich auf die Grundregeln der Typografie eingehen, insbesondere wie man die unter Linux einsetzt. Was dieser Vortrag leider nicht ist und beziehungsweise auch nicht sein kann, ist Anleitung für einzelne Programme, wie man sie verwendet und sonst was. Also besonders was Office betrifft, steht sicher gern der Kollege Smekal zur Verfügung. Ne? Aber das ist ein so weites Thema, dass das hier leider außen vor bleiben muss. Nun, zur Geschichte der Schrift. Grundsätzlich gilt, alles an Schrift ist Aufzeichnung. Also da habe ich ein wunderschönes Bild von Höhlenmalereien in Alt-Amira. Wir wissen aufgrund dieser Höhlenmalereien ein paar Dinge, diese Leute aufgezeichnet haben. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Männer gejagt haben, das sieht man an gewissen anatomischen Details. Sie haben mit Speeren gejagt, wir wissen, was für Tiere sie gejagt haben. Also ich glaube nicht, dass uns die da angelogen haben. Also jede Schrift nimmt grundsätzlich ihren Anfang in einer Bilderschrift. Und das schaut dann im Konkreten zum Beispiel so aus. Also hier sehen wir ein paar Beispiele. Altägyptisch, Chinesisch, man fängt diese Dinge dann an zu stilisieren. Manche ein nordamerikanisches Indianervolk, der Name ist mir jetzt leider entfallen, schreiben so auf, also man kann sich doch ganz gut vorstellen, was hier passiert sein könnte. Also ein Charakteristikum ist es allerdings, dass es natürlich viele verschiedene Sprachen gibt auf der Welt. Also ich habe hier mir einmal hier herausgesucht, eine Karte der Sprachfamilien der Erde, wohlgemerkt Sprachfamilien. Also da sieht man zum Beispiel in unserem Bereich, dass Deutsch als Sprache von Niederländisch über Englisch bis zu Schwedisch, dass das alles dazugehört. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Sprachen auf der Erde, also sicherlich mehrere tausend. Und das kann uns eigentlich relativ wurscht sein, muss ich auch dazu sagen, weil wir sprechen ja nur eine. Es gibt allerdings gewisse Leute, für die das doch eine Herausforderung darstellt, vor allem wenn sie Händler sind und mit vielen verschiedenen Sprachen, also Kulturen und damit deren Sprachen zu tun haben, zum Beispiel die Phönizier. Also man sieht da wunderschön, die sitzen genau inmitten aller möglichen Kulturen, also da hat man Mesopotamien, da hat man das alte Griechenland, da hat man Rom, da hat man Ägypten und so weiter und die Phönizier sitzen, naja, wie soll man das sagen, genau in der Mitte trifft es eigentlich ziemlich gut. Und die sind dann vor der Herausforderung gestanden, es wäre für sie irrsinnig praktisch gewesen, eine Art universales System zu entwickeln, mit dem man also ein Wort darstellen kann, ganz egal, und hier ist das Wort selber wichtig, ganz egal wie das Wort lautet,
Sie entwickelten eine Lautschrift und den prägnantesten Laut habe ich hier einmal herausgepickt. Wer glaubt, welchen? Ah, ganz genau der. Weil man den auch am schönsten nachvollziehen kann, das A leitet sich tatsächlich vom Ochsenkopf ab. Also der Spitz vom A ist im Grunde genommen die Schnauzen von dem Rindvieh. Und das hat sich dann durch die diversen Kulturen und so weiter zum heutigen A entwickelt. Also es haben zum Beispiel, und das sieht man wunderschön, wie sich das Ganze geografisch bewegt hat, das Phönizische war eine Konsonantenschrift, bei der phönizischen Sprache war das naheliegend. Bei den alten Griechen allerdings nicht. Sie haben eine sehr vokalreiche Sprache, deswegen haben sie Vokalzeichen dazu erfunden. Dann bekamen das Ganze von den Griechen die Römer. Und dieses lateinische Alphabet, das die Römer entwickelt haben, verwenden sie bis heute. Also das ist nicht uninteressant. Nun, daher kamen also unsere Buchstaben, unsere Schrift. Und wie hat man das Ganze vervielfältigt? Naja, am naheliegendsten ist, man schreibt so. Das ist intuitiv eigentlich sehr zugänglich, dass man das macht. Es ist sehr arbeitsintensiv, aber ja, mei, soll sein. Also der Mönch in der Schreibstube, also auf diese Art und Weise wurden Jahrhunderte, Jahrtausende lang Schriften vervielfältigt. Es ist allerdings ein bisschen mühsam und deswegen ist man irgendwann darauf verfallen, Holzplatten zu schnitzen. Und diese dann als Druckplatten zu verwenden, um Texte, heute hätte man vielleicht sagen, zu hektografieren, dass man da gleich mehrere Abzüge macht. Das ist ein weniger mühsames Verfahren, immer noch recht mühsam, weil man muss natürlich, also eine Holzplatte ist gleich einer Seite, man muss diese Holzplatten schnitzen und wenn man sie einmal verhaut, dann darf man die Holzplatten weghauen und neu machen. Also man muss auch im Grunde genommen ein Material wie Holz nehmen. Erstens einmal, es ist relativ billig, es ist relativ leicht zu bearbeiten, weil wenn man zum Beispiel eine Metallplatte nehmen würde, dann würde man für eine Seite ewig brauchen. Und Gutenberg, und das war ja, also Gutenberg hat nicht den Druck erfunden, aber er hat den Druck mit beweglichen Metalllettern erfunden. Und dadurch, dass man da einzelne Formen schaffen und die dann in Blei gießen konnte, das ein recht beständiges Material ist, konnte man dann natürlich also noch viel schneller die Druckplatten im Grunde genommen zusammenstellen als wie vorher. Und das hatte dann auch noch eine andere Konsequenz, nämlich die Buchstaben, also wenn man eine Handschrift verfasst oder einen Holzdruck, dann kann auch jeder Buchstabe anders ausschauen. Also die alten Mönche haben das dann wunderbar ausgenutzt, indem sie also diese wunderbaren Buchstaben, dass das alles schön verziert und sonst was gemacht haben. Bei den Handschriften und auch bei den Holzplatten war das sehr beliebt. Hier allerdings hingegen ist das schon ein bisschen ein Problem. Hier schaut auch jeder Buchstabe, weil die Gussform für diesen Letter, wenn man natürlich immer dieselbe Gussform verwendet, schauen die alle gleich aus. Sie sind typisch geworden. Das sind die bleiernen Lettern, die Typen. Und mit Typen zu schreiben, das ist die Typografie. Na gut, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich, wenn mich mein Zeitgefühl nicht trügt und ich die Uhr richtig lese, ich glaube so ca. 30.000 Jahre Kulturgeschichte innerhalb von 5 Minuten, also nicht schlecht. So. Und jetzt ist also klar, woher unsere Schrift kommt, woher das Vervielfältigungssystem der Schrift kommt. Bitte, die Typografie ist nicht so eine, also sagen wir es mal so, bis in die 1970er hinein noch, war das im Grunde genommen das Standarddruckverfahren für Zeitungen und sonst. Also das hat sie fast ein halbes Jahrtausend lang gehalten, also das war nicht so schlecht. Nur, wie nehmen wir diese Typen, wie nehmen wir Schrift wahr? Natürlich mit dem Auge, und das Auge ist, und das kann man nicht oft genug sagen, ein Sinnesorgan. Kein Messgerät. Das Ding ist nicht irgendwas, was misst, sondern etwas, das sieht, das wahrnimmt und damit hat es gewisse Eigenheiten. Also ich habe hier ein paar Grafiken zusammengestellt, an denen man das so gut sieht. Man weiß zum Beispiel hier oben die Punkte an, was fällt am ehesten auf?
Exakt, der eine Punkt ist verschoben. Das menschliche Auge als Sinnesorgan hat die Tendenz, die starke Tendenz, Abweichungen zuerst wahrzunehmen. Macht natürlich, wenn man sich überlegt, woher wir Menschen kommen als Spezies, absolut Sinn. So lauter braune Bäume im Wald und ein braunes Reh, das braune Reh interessiert mich, weil dann verhungere ich nicht, wenn ich das erwische. Oder in der Nacht lauter graue Bäume und ein grauer Wolf, das wäre auch gut, wenn ich den zuerst sehe. Denkt das menschliche Auge zu einem gewissen Grad auch in vorne und hinten. Also da sieht auch jemand, der nicht weiß, was der Buchstabe R ist und so weiter, erkennt der eine weiße Form vor einem schwarzen Hintergrund. Das menschliche Auge gruppiert auch, es trennt Bereiche durch Abstände. Und ganz interessant, also besonders interessant, ist diese Grafik hier, weil da sehen die Leute, Ein Dreieck, richtig. Und das Witzige ist, dieser Effekt wird natürlich stärker, wenn man das also sich noch verkleinert anschaut. Manche Leute meinen dann auch, dass hier eine Linie ist und sie haben recht. Direkt hinter den Sinneszellen gibt es Nervenschichten, die unvollständige Strukturen komplettieren. Wann das passiert, ist das Signal noch nicht einmal durch den Sehnerv durch. Das heißt, wir betreiben quasi ein Preprocessing beim Bild. Das macht das menschliche Auge von alleine. Und all diese Dinge muss man natürlich berücksichtigen, weshalb ich jetzt zu den allgemeinen Grundregeln der Typografie weitergehen möchte. Das ist jetzt so eine Sache. Die Problematik ist, es gibt viele Regeln, um die einigermaßen zu beherrschen und anzuwenden, war der Ausbildung zum Grafiker nicht schlechter. Die wichtigste ist und bleibt allerdings, absolut wichtigste ist immer Lesbarkeit. Lesbarkeit, Lesbarkeit, Lesbarkeit. Es gibt genug, also ich habe genug, leider auch, muss man leider sagen, Leute, die wirklich eine offizielle Ausbildung gemacht haben, Grafiker erlebt, die haben das halt wunderbar ausgeschmückt und gestaltet und das, ja, schick, freut mich, ich schaue mir immer gern schöne Bilder an, aber was nutzt es mir, wenn ich den Text nicht lesen kann, der draufsteht. Und eine gelungene Gestaltung sollte grundsätzlich einmal die Eigenschaften des Auges berücksichtigen, also zum Beispiel, wenn man einen roten Buchstaben hat, einen Haufen Schwarze, sieht das menschliche Auge sofort zuerst den, zum Beispiel, deswegen sollte man auch Farben und dergleichen sparsam einsetzen. Und man muss natürlich die technischen Gegebenheiten berücksichtigen. Also man kann mit dem modernen Fotosatz, mit dem, ich sage jetzt einmal Computersatz, Dinge machen, die man mit den alten Typen nicht machen hat können. Und bei den alten Typen hat man auch noch berücksichtigen müssen, die Druckerschwärze, die verringern kann und die Typen und das und das und das und das. Das hat sich zum Beispiel geändert und auch ein Bildschirm stellt anders dar als ein Blatt Papier. Keine Frage. Und was auch wichtig ist, sind die Sehgewohnheiten. Also wir zum Beispiel in unserem Kulturkreis sind es gewohnt, von links nach rechts zu lesen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Schaufenster gestaltet, das mit Schrift nichts zu tun hat, wird ein Mitteleuropäer zuerst einmal in die linke Ecke schauen, während ein Israeli oder ein Araber würde zuerst in die rechte Ecke schauen. Wegen den Sehgewohnheiten, die Menschen haben. Nun, ich habe mir nun erlaubt, eine kleine Auswahl von Grundregeln zusammenzustellen, von denen ich der Meinung bin, auch aus Grund meiner Erfahrung im Druck-Digital-Druck, die den Leuten am meisten bringen werden. Also dass man zum Beispiel mit Abständen Bereiche trennt. Also wenn man eine dicke schwarze Trennlinie zwischen zwei Texten zieht, ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Dass man eben aufgrund der Eigenschaft des Auges, dass es Besonderheiten herauspickt, Besonderheiten gezielt oder eher sparsam einsetzt. Und weniger ist mehr ist auch so eine von diesen wunderbaren Regeln. Also eine wirklich elegante Gestaltung zusammenzubringen, die mit wenig Mitteln viel erreicht, ist sehr schwer. Und wenn man einmal sowas sieht, dann bitte sofort abschauen. Also sich sofort merken für irgendwelche eigenen Visitenkarten und sonst was. Eine weitere Faustregel, die meines Wissens nach nicht so bekannt ist, ist, dass man bei Zeilen auf etwas achten sollte, nämlich dass da mindestens ein halbes, maximal ein ganzes Dutzend Worte in einer Zeile vorkommen. Das hat den Grund, das menschliche Auge, vor allem das Auge des geübten Lesers, erfasst ja nicht einzelne Buchstaben, sondern mehr auf einmal. Und wenn jetzt zu wenig Worte in einer Zeile sind, dann wird der Lesefluss gestört, weil
die Wahrnehmung, das nicht unbedingt dann als eigene Zeilen, sondern eher als getrennte Worte auffasst, beziehungsweise wenn es zu viele Worte sind, dann verliert das Auge beim Lesen der Zeile den Anfang der nächsten und dann muss man suchen. Also wenn man jetzt da wirklich zum Beispiel so einen Kanzleitext hat, die früher zu Schreibmaschinenzeiten viel besser ausgeschaut haben, viel lesbarer waren, mit diesen Zeilen, die über ganze Seiten gehen und meistens in 10 Punkte und sonst was geschrieben sind, ja, ich beneide diejenigen nicht, die das lesen müssen. Dann gibt es noch eine Regel, dass man Serifenschriften, also die Schriften, Serifen sind diese kleinen Fusseln, die, deren Existenz allerdings bitte historische Gründe hat, also das war keine Absicht, also sie helfen irrsinnig gut, das Auge auf der Zeile zu halten, könnte man, also ist auch keine schlechte Idee, allerdings hängt das oft sehr von den technischen Gegebenheiten ab, weil auf dem Bildschirm schaut sowas in der Regel, die sind zu filigran, zu verschnörkelt. Das schaut nicht gut aus. Die Regel Unterstreichungen vermeiden habe ich aus diesem Grund auch bewusst unter Anführungszeichen gesetzt, weil das was ist, was sehr von den technischen Gegebenheiten abhängt. Früher hat man bei Webseiten zum Beispiel Links unterstrichen. Das macht man heute nicht mehr, weil man heute einfach Text einfach viel besser darstellen kann auf dem Bildschirm. Ein guter Schmäh ist es, sich allerdings von einer Gestaltung ein sogenanntes, also ich habe es jetzt einmal Satellitenbild genannt, man geht einfach weiter weg. Und dann fließen die Worte zusammen, fließen die Zeilen zusammen und auch das mit Abständen Bereiche trennen gilt bitte auch für Zeilen. Viele Leute machen den Fehler, dass sie zu wenig Abstand zwischen den Zeilen lassen. Und dann verschwindet das Ganze und ist das ungut zum Lesen. Es gibt aber wirklich lassen zu viel. Ja, das ist auch wieder, also das Gegenteil von etwas Falschem muss nicht richtig sein. Aber das ist zum Beispiel etwas, auf das man achten sollte, dass der Zeilenabstand nicht zu klein wird. Also Leute, die Webseiten designen oder auch manche Leute, die Hausarbeiten abgeben, machen oft den Fehler, dass sie da im Grunde genommen eine schwarze Suppe abliefern. Das ist eher ungut. Wie gesagt, abschauen von Profis ist alles kein Problem, nur bitte ein Layout 1:1 übernehmen. Ist vielleicht nicht so empfehlenswert, nicht nur, weil es zum Beispiel bei Webseiten auch ganz handfeste rechtliche Gründe dagegen gibt. Ich habe mir erlaubt, ein paar Satellitenbilder von Webseiten, also mir hier anzuschauen und da sieht man zum Beispiel gewisse Dinge sehr genau. Das sind also komplett zwar Medien mit unterschiedlichem, also zumindest inhaltlichem Qualitätsanspruch, das sind Seiten von einem Ministerium und eine Seite von Imkern. Und obwohl sie im Grunde genommen verschiedene Zielgruppen, Inhalte, sonst was haben, manche Dinge sind, wenn man sieht zum Beispiel, dass hier die Zeilen sind wunderbar voneinander optisch getrennt, obwohl sie nicht zu weit auseinander sind und zwar bei jedem Design. Man sieht auch, nicht gut, aber doch, dass die Zeilenlänge entsprechend reduziert ist. Und da zum Beispiel, da hat man halt ein paar Bilder mit Links. Und die hätten diese Links bitte herabtun können und den Text breiter. Haben sie nicht getan. Na warum? Na damit einer die Zeilen nicht zu lang werden. Und solche Dinge können durchaus sehr interessante Anhaltspunkte sein. Und weil ich Bilder erwähnt habe, Bilder, da habe ich mir jetzt ein bisschen schwer getan, wirklich also die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Ja, und jetzt da etwas, was mir persönlich am Herzen lag, beziehungsweise immer noch liegt, als alter Drucker, bitte 200 dpi für Fotos und 400 dpi für Linengrafiken reichen. Ja. Bitte gebt euren Druckern doch keine 16 Megapixel Passbilder, tut es nicht. Ja. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass die entsprechenden Raster-Image-Prozessoren halbert ins Kochen aufhängen, aber der effektive Gewinn eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Und natürlich muss man auch auf Folgendes aufpassen, dass Lichtquellen wie zum Beispiel Bildschirme und nicht selbst leuchtende Medien wie zum Beispiel Papier bunte Farben unterschiedlich darstellen. Also diese so Neonfarben und so weiter, das spielt es am Bildschirm, das spielt es allerdings nicht auf einem Druck, der nur das einfallende Licht wiedergeben kann. Und da also, wenn man so wirklich so ein leuchtendes Grün hat, also dieses 100% Grün mit im RGB-Schlüssel, das wird dann für manche Leute überraschend zu einem eher dunklen Farbton. Also auf das sollte man auch achten. Also man kann sie, als ungefähre Faustregel gilt ja, die Farben, die ich in einem städtischen Blumengarten sehe, also das, was ich da sehe, ja, kann ein guter Drucker auch, aber die Neonreklame daneben, das kann er nicht.
Und eine letzte Anmerkung noch zu diesen Dingen. Man sollte als Nicht-Profi randlosen Druck vermeiden. In der Praxis schaut das Ganze nämlich so aus, dass keine Druckmaschine wirklich randlos drucken kann. Die Fotodrucker, ja, ich weiß, die Leute erzählen es mir immer wieder, das ist ein eigenes Geschichtel, aber ein normaler, unter Anführungszeichen, Drucker, auch die große, dicke, fette Druckmaschine, kann nicht randlos drucken. Man druckt über den Rand hinweg, hat gewisse Toleranzen, bla bla bla, schneidet dann zu. Es lassen sich auch zum Beispiel für Visitenkarten oder Vereinszeitungen oder dergleichen oder Schülerzeitungen auch ganz wunderbare Designs erstellen, die nicht also abfallend bzw. randlos sind. Nun, jetzt ist also geklärt worden, woher die Schrift kommt, wie man sie sieht. Ich habe ein bisschen geraunzt, ja, über die 400 dpi, dass es keinen Sinn macht, die zu überschreiten und ähnliches. Na gut, das ist alles gut und schön. Nur mit welchen Werkzeugen wendet man dieses Wissen jetzt an? Und das wichtigste Werkzeug der Typografie sind natürlich die Typen, die Zeichensätze selbst. Und hier eine gute Nachricht, also mit denen wird man unter Linux mittlerweile im Grunde keine Probleme mehr haben. Also ich kann mich erinnern, meine Anfangszeiten unter Linux, ja, wenn du da versucht hast, bei irgendeiner Applikation oder so einen anderen Zeichensatz reinzuhauen, ja, ich habe es dann irgendwann nicht mehr versucht. Die beste Art und Weise, also man ist, einen Zeichensatz zu installieren, ist natürlich, steht alles in 2012-typo.pdf drin, ne? Also, keine Sorge. Einen Zeichensatz zu installieren ist unter Uso Local Share Fonts, beziehungsweise wenn man den nur für sich selber haben will oder man einfach vielleicht die notwendigen Rechte nicht dazu hat, wenn man nicht Admin auf dem System ist, kann man den im Home-Verzeichnis in .fonts installieren. Es gibt nun Distributionen, also das ist der Königsweg, der sollte bei den meisten, das Konjunktive, ganz klar, Distributionen funktionieren und manchmal erkennen die das auch wunderbar von selber und man braucht halt dann zum Beispiel eine Office-Applikation nur neu starten, damit sie dann die veränderten Zeichensätze hat. Sollte das nicht der Fall sein, mit diesem Befehl hier, also die Schalter V und F dienen im Grunde nur dazu, dass man das erzwingt, dass er den Cache neu anlegt und dass er auch sagt, was er tut. Mittels diesem Befehl kann man, also quasi, wenn man einen Zeichensatz installiert hat, kann man den dann auch effektiv installieren. Es kann sein, dass es bei manchen Distributionen nicht funktioniert, sollte aber im Grunde genommen doch tun. Nun, auf was man nun bei Zeichensätzen zu achten hat, ist auf die diversen Sonderzeichen. Keine Frage, aber einen deutschsprachigen Text zu schreiben und kein Umlaut A zu haben, ist ein bisschen mühsam. Und natürlich muss man auch auf die Lizenzbedingungen achten. Das ist nicht unwichtig. Und damit das allgemein ausprobiert werden kann, soweit ich das sehe, hat jetzt eh keiner einen Laptop mit. Aber ich habe hier auf jeden Fall ein paar Zeichensätze zum Download bereitgestellt. Das sind die OCR-Zeichensätze. Das Schöne an denen ist, dass sie ISO-Standards und vollkommen, also zur Verwendung frei sind. Man darf sie nicht unbedingt verändern. Aber das ist zum Beispiel etwas, der ist zum Beispiel einer, den ich ganz gern für Etiketten verwende, weil OCR, Optical Character Recognition, natürlich dafür gemacht ist, von Maschinen gelesen zu werden und deswegen verwende ich den für Briefetiketten, einfach weil ich dann sicher gehen kann, dass die automatische Sortiermaschine das sicherlich lesen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell, wie es noch vor einigen Jahren war, aber wer einmal ausprobieren möchte, wie das so gehen könnte, hier die OCR-Zeichensätze. Nun, noch bin ich nicht ganz bei der Software. Ich weiß, die Leute warten vielleicht schon drauf. Ja. Bevor ich zu dieser komme, sollte man sich noch ein paar Gedanken drüber machen. Ja, wie speichere ich das Ganze denn? Und ich bin ein absoluter Fan von Papier. Weil Papier ist super. Ich bin absolut dieser Meinung. Papier ist leiwand. Papier ist, das kann auch jeder lesen, ohne weiteres. Ja, man braucht keine Zusatzgeräte, keine Zusatzsoftware, nichts dazu. Das geht einfach. Herstellung und Gebrauch ist zwar standardisiert, also da hat man halt die 297, 210 mm, aber es ist nicht lizenziert. Auch jeder darf. Ja. Man kann so ziemlich alles aufschreiben. Man kann
Dinge drauf zeichnen, man kann Bilder drauf malen, man kann Tabellen, Grafiken, das geht alles. Papier ist wirklich ganz großartig und man kann es sogar signieren. Ja. Also ich kann da wirklich jetzt den Seelenvertrag und sonst was und meinen Namen, ja, und wenn ich meine Seele noch hätte, gehörte sie dann dem Teufel. Also man kann Papier signieren. Man kann Papier vor Manipulation schützen. Papier ist wirklich ganz großartig und hat sich auch jahrhundertelang, wenn nicht länger, als Medium der Wahl für Schrift gehalten. Allerdings hat es ein paar Nachteile. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel ja, irgendeinen Fehler mache und so weiter, dann kommt die Rasierklingen oder Tippex-Orgie und sonst was und das Ganze irgendwie so in einer Sekunde noch über See schicken, kann ich auch nicht wirklich und sonst was. Und daher wäre es nicht uninteressant, sich Gedanken zu machen, welche Art von Dateiformat dafür geeignet ist. Das Schöne ist auch hier natürlich, wie bei allen Standards, es gibt einfach verdammt viele davon. Geeignetste, also der Standard schlechthin für jetzt da geschlossene Daten, also was man nicht mehr verarbeiten will, also elektronisches Papier quasi, ist PDF. Und bei offenen Dateiformaten, also Dateien, die man bearbeitet, da hat es lange Zeit alle möglichen Wicken gegeben. Mittlerweile ist man endlich darauf verfallen, einen allgemeinen Standard zu schaffen, nämlich die Open Document Formate für offene Dateien. Natürlich möchte man da auch etwas in diese Dokumente hineinsetzen, zum Beispiel Bilder für Vektorgrafiken empfehlen sich hier vor allem, also es gibt viele, ja, das ist jetzt nur eine Empfehlung aus der Praxis, also wo man, was für den Alltag am besten ist, gibt es EPS, also Postgres-Abkömmling und seit neuestem auch SVG, das ist in der Open-Source-Welt durchaus sehr beliebt, die für Vektorgrafiken sich sehr gut eignen. Natürlich gibt es auch noch Pixelbilder. Hier sind vor allem TIFF, JPEG und PNG zu nennen. TIFF habe ich unter Anführungszeichen gesetzt, weil ich es in die Liste unbedingt hineinnehmen wollte, weil es allerdings so eine Sache ist, TIFF ist ein Containerformat, TIFF ist ein Tausendsasser, TIFF kann alles, TIFF kann Vorbäume, TIFF kann Ebenen, TIFF kann Verschlüsselung, TIFF kann das, TIFF kann das, weil es einfach ein Containerformat ist und man alles reintun kann. Es ist allerdings, also man findet das bei manchen besseren Digitalkameras als Format, unter denen man abspeichern kann, weil es natürlich auch verlustfrei komprimieren kann. Aber es ist halt für den Hausgebrauch, also ich glaube, die wenigsten von uns erzeugen regelmäßig oder lesen regelmäßig TIFF-Dateien. Für Fotos natürlich perfekt geeignet ist JPEG. JPEG heißt sogar Joint Photographic Experts Group und ist ein verlustbehaftetes Format, das für Fotos ganz großartig ist. Man sollte es allerdings nicht für Liniengrafiken verwenden, aufgrund der Art und Weise, wie es komprimiert. Wie JPEG komprimiert, wäre sicher ein Kapitel, also ein Thema für einen eigenen Vortrag. Allerdings würde das dann recht in die mathematische Tiefe gehen. Für Liniengrafiken wäre das verlustfrei speichernde PNG-Format zu empfehlen. Das ist halt etwas, das nur RGB-Daten speichern kann. Aber für den Hausgebrauch ist es auf jeden Fall sehr geeignet. Nun, aber jetzt da haben wir alles andere abgelegt, kommen wir zur Software. Nein, doch nicht. Vorher noch ein paar Worte zu PDF. Weil PDF wirklich eine Sonderstellung einnimmt, weil PDF also wirklich als elektronisches Papier konzipiert worden ist und man daher damit auch viele Dinge machen kann, die vorher eigentlich nur Papier vorbehalten waren. Man kann es zum Beispiel signieren, man kann es zum Beispiel verschlüsseln, man kann zum Beispiel ein PDF so sperren, dass es nicht gedruckt werden kann, etc. Und das Wichtigste ist, PDF ist auch prinzipiell für professionelle Anwendungen geeignet. Da kann man alles mögliche an Informationen hineinpacken. Also an eine Druckerei schickt man heute kein Xpress-Dokument mehr, sondern eine PDF-Datei. So, aber jetzt. Das Kapitel Software. Software für die Textgestaltung unter Linux, das ist auch ein Kapitel, ja, ich habe ursprünglich einmal gedacht, ich werde nur über Software reden, weil es auch so ein großes Kapitel ist. Allerdings, ja, ist, glaube ich, das Vermitteln eines Grundwissens über Typografie sehr hilfreich im Umgang mit dieser. Und hier muss man leider sagen, dass, also ich habe hier willkürlich ein paar Systeme herausgegriffen, die ich dann kurz erläutern werde. Hier muss man leider sagen, dass für den professionellen Bereich, also Open-Source-Software de facto eigentlich nicht wirklich existiert. Mit der Ausnahme vielleicht von Scribus, aber darauf werde ich eingehen. Mit den unter Linux normalerweise verfügbaren Werkzeugen kann man wunderbar
normale, unter Anführungszeichen, bis hin zu semiprofessionelle Werke gestalten. Allerdings so wirklich in den professionellen Bereich ist Linux noch nicht vorgedrungen, aber auf der anderen Seite, einer, der das professionell macht, der hat sowieso das Nötige, also der schreckt auch, der wird vor kommerziellen Systemen nicht zurückscheuen. Nun, ich habe mich nicht nur erfrecht, hier eine sehr willkürliche Auswahl zusammenzustellen, sondern auch gleich natürlich diese zu bewerten. Und jetzt da werde ich einmal vielleicht, okay, na, die üblichen Kandidaten sind nicht da, gut, werde ich nicht in Deckung gehen. Ich habe mir erlaubt zu bewerten, was man jetzt verwenden sollte und was nicht. 3, 2, 1. Okay, gut, ich mache es jetzt. So, jetzt werden wir höchstwahrscheinlich, okay, nein, gut, die ersten, doch. ja, also ich persönlich kann Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Programmieraffinität haben und wie gesagt, es hat schon seine Gründe gehabt, warum ich gezögert habe. Ja. Es gibt gewisse Systeme, die kann ich für den Hausgebrauch wärmstens empfehlen und gewisse Systeme, die kann ich leider nicht empfehlen. Bringen wir es hinter uns, warum ich Tech und LaTeX nicht empfehle. Ja, gehen wir das Ganze an. Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend der. Also. Der Grund, der dafür spricht. Tech, LaTeX ist ein aus dem wenn man so will, eine aus dem akademischen Umfeld kommende typografische Programmiersprache. Ich weiß, das ist bitte, also Satz nicht auf mir, es ist vielleicht die beste Beschreibung. Es ist für manche Dinge wirklich wunderbar geeignet, beziehungsweise wenn man die nötigen Libraries dazu hat, auch wunderbar. Aber für den Hausgebrauch vielleicht nicht wirklich. Die Lernkurve ist einfach gewaltig. Wenn man zum Beispiel eine Doktorarbeit schreibt oder irgendwas mit vielen Formeln und sonst was drin, ist das sicher wunderbar. Aber für den Hausgebrauch eher weniger. Etwas, was Tech durchaus kann, ist, wenn man zum Beispiel jetzt den Inhalt einer Webseite im Rahmen eines Content-Management-Systems automatisch als PDF generieren möchte, ist Tech sicher keine schlechte Idee, beziehungsweise ich persönlich würde eher dann ReportLab verwenden, das ist einfach eine typografische Library. Für die Programmiersprache Python gibt es das momentan nur, soweit ich weiß. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Also für den Hausgebrauch nicht unbedingt zu empfehlen. Lernkurve ist sicherlich sehr steil, aber was Professionalität betrifft, solche Dinge werden professionell eingesetzt auf Webservern, natürlich. Nur dadurch, dass der Durchschnittsmensch nicht jeden Tag eine Webserver-Software schreibt. Ja, kommen wir zu Scribus. Scribus stellt tatsächlich den Anspruch, eine professionelle Software zu sein, geht eindeutig in diese Richtung und kann auch wirklich irrsinnig viel und es ist irrsinnig schön. Und also wer einmal das nicht Kinder, Nichten, Neffen, sonst was hat, die eine Schülerzeitung erstellen wollen, ja, die können sich Scribus sicherlich anschauen. Man kann damit einiges machen. Der Grund, warum ich es nicht empfehlen möchte, ist, weil erstens einmal ist die Lernkurve da, sie ist vielleicht bei weitem nicht so steil wie bei Programmier- oder Makrosprachen, also es ist halt doch gegeben und absolut schlagendes Argument für mich gegen Scribus, es kann keine Fußzeilen. Man zumindest meines Wissens nach, ja, und das ist halt was Typografie-Software doch, also eine Textgestaltungssoftware doch irgendwo kommen könnte. Nun zur ersten Empfehlung, nämlich zur Inkscape. Also ich sage immer, Inkscape ist ein CorelDRAW für Arme. Man kann damit wunderbare Vektorgrafiken recht einfach erstellen. Es kann PDF exportieren, es speichert Dateien selber als SVG, es kann natürlich EPS, es kann alles Mögliche und noch mehr. Also es ist wirklich von den offenen Alternativen, also ich sage immer, wie gesagt, es ist ein CorelDRAW für Arme, man kann damit wunderbare Dinge machen. Und das Wichtigste ist, also manche Linux-Software, also Linux, manche freie Software ist im Grunde genommen nur unter Linux-Diktat, Inkscape. Ich weiß nicht, ob es das für Mac gibt, für Windows gibt es das sicher. Also da kann man dann eine Datei, die man erzeugt, und das ist das Wunderschöne an solchen Programmen, die kann man sich dann auch, keine Ahnung, beim Freund, bei der Freundin in der Arbeit auf der Windows-Maschine, wenn man sich das Programm installieren kann, auch ausschauen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Nun zu einem Programm, vor dem ich großen Respekt habe, das ist das General Image Manipulating Program, zumindest glaube ich, dass das Akronym ist, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall. Moment, was einmal, ich glaube, es kommt von GTK Image Manipulation Program und GTK ist General Toolkit, also wirklich, also woher diese Akronyme kommen, ist immer so eine Sache. Es ist auf jeden Fall das Interessante an diesem, also ich kenne natürlich seinen, wenn man so will, kommerziellen Bruder, den Adobe Photoshop. Und das Witzige ist,
Der GIMP kann in manchen Bereichen, was RGB-Grafiken betrifft, von der Funktionalität her, ist er teilweise sogar besser. Einfacher zu bedienen, kann mehr und so weiter. Also man, diese Bereiche muss man sich wirklich suchen, aber GIMP ist sicher ein absoluter bombastisches Programm, das es auch unter so ziemlich jeder Plattform gibt und für Pixel-Grafiken absolut zu empfehlen ist. Nun, dann zu den diversen Offices. Es gibt in der Welt der freien Software viele verschiedene Office-Typen. Also AviWord ist zum Beispiel für GNOME, dann gibt es das CarOffice und sonst was. Da gibt es einiges, die sind auch sicher nicht sehr uninteressant. Manche von denen können, soweit ich das in Erinnerung habe, auch ohne Probleme mittlerweile Open Document lesen und schreiben, was natürlich irrsinnig geschmeidig ist, weil ich habe daheim auch Office. Man, zumindest in der Theorie kann ich es dann mit einem anderen Office aufmachen, das schaut genauso aus. Ja. Und natürlich der Standard im Office-Bereich in der freien Software-Welt ist natürlich, zuerst hat es, als der Sun noch gehört hat, hat es da Office-Kassen, dann openoffice.org, jetzt heißt es LibreOffice. Ich pflege immer das vom freien Office zu reden. Und das ist im Grunde genommen das Office-Paket der Wahl. Also abgesehen davon, dass es für jedes gängige Betriebssystem verfügbar ist, und damit am besten zugänglich von alle Office-Suites, hat es auch, also verwendet es im Grunde genommen Open Document mittlerweile als Standardformat. Und das Interessante daran ist, also man hat ja in Druck so diese diversen Validierungstools, die halt in PDF-Dateien immer vom Kunden kriegt, nach Fehlern suchen und das und das und das. Und das Interessante ist, noch zu OpenOffice.org-Zeiten, die PDFs, die man da gekriegt hat, da hat der Validator einfach nur gesagt, passt, keine Probleme. Und das hat mich beeindruckt, weil teilweise also wirklich kommerzielle Software, wo wirklich gut, hoffentlich gut bezahlte Leute dahinter stehen, die es wirklich machen, ihren Unterhalt damit zu verdienen, da hatten die PDFs so den einen oder anderen Fehler und bei diesen PDFs hat der Validator auch nur gesagt, das ist standardkonform und aus und das hat mich maßlos beeindruckt. Also da sieht man, einen der Vorteile von Open, also von freier Software generell, die Leute machen das Ganze einfach so lange, bis einer passt. Ein Nachteil, und ich habe nach einer höflicheren Formulierung gesucht, ehrlich, aber ich komme nicht umhin zu gestehen, dass das freie Office leider ein bisschen unter den Hirnrissigkeiten von diversen kommerziellen Vorbildern zu leiden hat. Darauf dann noch später, aber dennoch ist es das typografische Werkzeug der Wahl, von allem von nicht bis hin zum semiprofessionellen Anspruch. Nun, das war es im Großen und Ganzen. Nur eine Sache gibt es noch, die mir am Herzen liegt, auch wenn ich weiß, dass sie den Rahmen ein bisschen sprengt. Wörtlich. Nämlich, ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass es Textrahmen gibt. Und das ist zum Beispiel eine der Hirnrissigkeiten, von denen ich geredet habe. Die Leute sind einfach gewöhnt, dass sie Texte gestalten, indem sie einfach Absatzformatierungen ändern oder Leerzeichen, Tabulator, sonstige Orgien starten. Das ist eher eine schlechte Idee. In so einem Fall nimmt man eher so Textrahmen. Also hier ein Beispiel, wie man früher, unter Anführungszeichen, zum Beispiel bei einer Doppelseite die einzelnen Textrahmen gesetzt hätte, man hat sich einfach ein paar Diagonalen und Halbdiagonalen gezogen, hat einen willkürlichen Punkt im Eck angenommen, hat die Textrahmen gezeichnet, sonst was. Von dieser Tradition her kommen die Textrahmen. Also von der, nicht von der Schreibmaschinentradition, sondern wirklich von der Typografentradition. Und sie sind also ein Werkzeug, das man sich anschauen sollte. Das ist zum Beispiel ein Screenshot vom LibreOffice, also das natürlich Textrahmen kann. Und man kann natürlich, also wenn dein Textrahmen überläuft, da gibt es dieses wunderbare Kettensymbol, kann die verknüpfen. Also da kann man durchaus einiges damit machen, bitte ohne, dass man jetzt versucht, sich mit Tabellen oder sonstigen Dingen zu spielen oder mit Abständen, mit Leerzeichen, mit Tabulatoren. Da sind Textrahmen ein absolut wirksames Mittel, das man mit relativ wenig Aufwand sich aneignen kann, um wirklich auch durchaus recht anspruchsvolle Layouts zu gestalten. Und dann noch etwas, wie soll ich das sagen, in solchen Textrahmen gibt es natürlich Absätze und solche Absätze sind nicht immer schön formatiert. Es kann sein, dass irgendwo ein Wort
im Grunde genommen zu viel ist, dass ein Absatz ein bisschen zu groß ist oder dass der Text zu groß, klar ist, sonst was. Und ich habe nur allzu oft erlebt, dass dann die Leute einfach hergehen und einen anderen Zeichensatz wählen, bis das gut ausschaut. Oder die Schriftgröße ändern. In irgendeiner, ja, mir war da nicht zum Lachen, weil ich habe das Ganze dann zum Druck gehabt. Und die Art und Weise, wie das die Profis machen, ist, sie formulieren diese Absätze einfach um. Wenn ein Text eine Zeile zu viel hat in einem Absatz, na, dann schaut man vielleicht, kann ich diesen Absatz formulieren, dass eine Zeile weniger da ist, dass das Ganze wieder schön ausschaut. Also wirklich mit diesem Mittel arbeitet man durchaus in der Textgestaltung. Man gestaltet den Text nicht nur über seine äußeren Merkmale, um es sozusagen um, über Schriftgröße, sonst was, sondern einfach, man schaut einmal und formuliert das Ganze um. Nun, ja, das ist viel Arbeit und das unter Umständen viel Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum ursprünglich, also warum Setzer, Typografen, solche Leute, ursprünglich, man, gut, sorry, das ist ein bisschen wehmütig für mich, ursprünglich gut bezahlt waren. Das, weil sie eben dieses umfassende Wissen hatte. Also ich hoffe trotzdem, mit dem, was ich jetzt dargelegt habe, trotzdem einen guten Einblick habe geben zu können, was Typografie ist, woher das Ganze mit den Buchstaben und so weiter, woher das überhaupt kommt, wie das menschliche Auge Dinge sieht und wie man das einmal grundsätzlich anwendet. Ich hoffe, dass ich auch gute Tipps habe geben können, also für Software, welche man da jetzt gut verwenden kann, also wie gesagt, so Inkscape, GIMP und das freie Office, damit sollte man eigentlich im Hausgebrauch für mindestens 90% der Fälle wunderbar sein Auslegen finden. Also zum Beispiel mit Inkscape Visitenkarten machen, ist das geht recht angenehm. Und wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung dieses Vortrags ist unter sacharia.at/2012typo.pdf abzurufen. Also es hat mich trotzdem gefreut, dass manche hier mitgeschrieben haben. Ich fühle mich geehrt. Gut, gibt es Fragen? Also ich persönlich finde das eine Katastrophe, wenn irgendein komischer Setzertyp anfängt, an einem Text rumzuformulieren, ohne mir ihn vorher zu schicken und ein explizites Okay einzuholen. Okay. Der hat meinen Text, da hat meinen Text, hat keiner zu ändern außer mir. Okay. Also das, ja. Das ist jetzt die Autorensicht. Nein, das stimmt schon. Also die Problematik, dass man da im Schweiße seines eigenen Angesichts und des von allen anderen im Raum einen Text formuliert. Und dann kommt der Setzer und macht diesen hier. Das ist ein Einwand, der durchaus berechtigt ist, aber ein Setzer, der das tut, sollte auch die entsprechende Ausbildung haben, beziehungsweise sollte das in Übereinstimmung mit dem Kunden tun. Der sollte sagen, sehr geschätzter Kunde, ja hallo, ich bin's, der Setzer, wir haben hier ein Problem, sonst was, der Text ist super formuliert, aber es ist irgendwie, ich habe eine halbe Zeile zu viel. Ich schlage vor, dieses und jenes zu machen. Bist damit einverstanden? Ja, na, vielleicht, komm, setzen wir uns zusammen. Und das sind dann diese Sessions, wo man dann also in Vorcomputerzeiten teilweise noch mit Schere und Papier verbracht hat, um das Ganze dann richtig hinzukriegen. Das ist auch der Grund, warum an sich das Schreiben eines guten Textes, das Setzen eines guten Textes, irrsinnig viel Arbeit ist. Und warum man heutzutage so viele wirklich fürchterlich gesetzte Sachen sieht, weil die Leute es einfach nicht wissen. Das ist mit ein Grund, warum ich hier stehe und die Botschaft in die Welt hinaustrage. Andere Frage. Ja? Du hast jetzt unter den Programmen GIMP und das zweite war Inkscape. Inkscape, ja. Erwähnt. Das verblüfft mich jetzt ein bisschen, weil die kenne ich eigentlich eher als Grafikprogramme und nicht als etwas, was ich jetzt primär mit Typografie in Verbindung gebracht habe, weil meine Versuche mit Inkscape da Texte hineinzubringen, die sind eher mager, obwohl es irrsinnig leicht ist, Grafiken damit zu machen, sogar sehr leicht, würde ich sagen, aber mit Texten umzugehen ist eher etwas Schwieriges und bei GIMP kann ich mir das gar nicht vorstellen. Gut. Ja, das
dass, also die Frage, dass, warum Inkscape in der Liste, wobei es doch eher ein Grafikprogramm ist, ganz gar nicht zu reden vom GIMP. Okay, ja, die ist berechtigt. Allerdings ist es so, dass heutzutage, ja, als ob ich selber 100 Jahre alt wäre, in heutigen Zeiten Texte oft sehr grafiklastig sind. Man bringt gerne Grafiken ein, auch Bilder, auch Diagramme, sonstige Sachen. Und daher müssen Grafikprogramme, also Programme, die vordergründig Grafikprogramme sind, unbedingt ihren Eingang da finden. Also, weil heutzutage, es gab früher Zeitungen ohne Texte, also nur ohne Texte. Noch dann Zensur, sorry. Das ist verschönern mal, ganz wenigstens nicht uninteressant. Es gab Zeiten gegeben, da gab es Zeitungen ohne Bilder. Keine Frage. Weil der Aufwand einfach, eine Grafik da rein zum Pflanzen, so dermaßen extrem war, dass man es nicht gemacht hat. Zumindest nicht für Tageszeitungen und solche Sachen. Aber heutzutage ist die Situation eine... Bitte? Umgekehrt, naja, kommt auf die Zeitung an. Ich weiß, es gibt diese Bilderbuchzeitungen, ja. Aber das ist der Grund, warum die unbedingt haben Erwähnung finden müssen. Und auch, also, wenn man jetzt klassisch Einzelseiten gestaltet, ich sage mal, ein Plakat machen will, ein Glanz, oder ein Flugblattl, ein Glanz, oder ein Visitenkarten zum Beispiel, wo man wirklich nur eine Seite hat, dann ist das Inkscape auch mit Text sehr gut geeignet. Und der GIMP ist halt, also Bilder kommen heute in jede, also ich versuche gerade zum Überlegen, ob ich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren jemals irgendeinen Text gesehen habe, ohne Bilder. Ich glaube nicht. Gut, dadurch, dass ich keinen Fernseher habe, ja, stattgegeben, aber ich habe es in den letzten Jahren nicht gesehen. Ah, Moment, ja, aber ich habe bitte Folien mit Bildern drauf. Also, das ist diese eine Folie. Es gibt sicher Bücher. Ich habe sicher Bücher gelesen, wo keine Bilder drin vorkamen. Aber, okay, die Anwesenden vielleicht ausgenommen, wir sind noch nicht so wirklich repräsentativ, aber ich kann mir nicht viele Leute vorstellen, die Bücher lesen, wo keine Bilder drin sind. Gut, ja, bitte. Noch eine Frage. Ich habe die Kursetten früher mit GIMP gemacht, ja. Ja, und also die Texte drüber gelegt. Ja. Und im Jänner haben wir im Webshop des ÖVSV gefunden, dass die Druckerei ein PDF fehlt. Habe ich mich für das Scribus unter Linux mit dem GIMP, dann brauche ich keine Fußzeile. Ja. Sehr gut. Und dann habe ich auf einmal gedacht, kann ich die Buchstaben drüber legen und die bleiben Buchstaben. Da freut sich sicher die Druckmaschine. Okay. Es ist auch im Vortrag so hervorgekommen, dass man Liniengrafiker nicht mit GIMP machen soll. Also ja. Ich habe das so verstanden, dass das vielleicht eine gute Idee war. Stibus. Ja, das nicht mit GIMP zu machen, sondern ja. Buchstaben ja. Als Buchstaben zu nutzen. Ja. Mit einer schönen Schrift, die man einbinden kann. Also. Und dann habe ich natürlich die Bilder bis zum Rand gehabt. Dann habe ich einen Anschnitt gemacht, über PDF gelesen. Voll Anschnitt sein. 3 mm überall. Ja, passt. Und habe dann ein PDF erzeugt, gleich mit Stibus. Und habe nicht gewusst, wo ich den Artbox und Dropbox angebe. Habe es mit AWK dazugeschmissen, bei den Metadaten werden mit AWK was dazugeschmissen, ist ja eine XML-Datei. Hate Open Source, aber. Ich habe sicherheitshalber noch dazugeschrieben, ich habe 3 mm Anschnitt vorgesehen okay. Oder Mail. Leute haben mir gesagt, vergiss einen Anschnitt. Er hat es richtig gemacht übrigens. Gut. Die Druckerei hat schön. Die Problematik war, also, dass Texte vor Pixelbildern aufgerastert wurden, dass das nicht schön war und dass der Drucker gesagt hat, ich pfeife auf den Anschnitt. Eine Frage, war das, was für ein Stückzahl war das? War das ein Offset? 1000, okay, passt, alles klar. Wenn es 1000 Stück waren, dann war das ein Offset-Druck. Und zwar, es gibt verschiedene Druckmaschinen, viele verschiedene, vom Plotter über den, ich sag mal, Laserdrucker bis hin zu den großen Offset-Druckmaschinen. Und die haben unterschiedliche Eigenheiten, also zum Beispiel die Laserdrucker, da gibt es sehr mächtige, die eher für kleine und Kleinstauflagen da sind, die haben zum Beispiel viel größere Toleranzen. Da kann es wirklich sein, dass das um 2-3 mm sich verschiebt, aber bei einer Offset-Druckmaschine und 1000 Stück, das wird wohl mit einer Offset-Druckmaschine gemacht worden sein, die Dinger kosten sehr viel mehr als auch der teuerste Farblaserdrucker, haben allerdings verschwindend geringe Toleranzen.
die sind einfach so teuer, dass es sich auszahlt, die so gut zu fertigen. Ich meine, da hat man vielleicht Toleranzen bis oben zu 0,5 mm und so. Und da kann dann der Drucker wirklich sagen, weißt du was, der halbe Millimeter oder der ganze Millimeter ist wurscht. Ich vergrößere das einfach um 0,5% und schneide dann den 1 mm weg. Bei Offsetdruck geht das, bei Digitaldruck war das eher eine schlechte Sache. Und weil angesprochen worden ist, dass Schriften, die vor Pixelbildern im Skribus gelegen sind, mitgerastert worden sind, freut mich nicht zu hören, sollte nämlich eigentlich nett sein. Also die Vektorgrafiken vor den Pixelgrafiken sollten Vektorgrafiken bleiben. War da irgendein Effekt dabei? So Nein, hat nicht gesagt, der Drucker hat nicht gesagt. Ich habe mir nur gedacht, ich mache es jetzt nicht mehr mit GIMP. Ach so, das, also nicht mehr mit GIMP. Okay, ja. Für die Druckerei mache ich es mit Scribus. Passt, und ein PDF. Perfekt. Nein, das ist sehr gut. Das ist sehr gute Idee. Das ist sehr gute Idee. Das wäre wahrscheinlich genauso schön gewesen in GIMP. Na, ist eher anzuzweifeln, weil natürlich auch die Druckmaschinen selber, also die Druckvorstufe, die haben ihr eigenes Prozedere. Und rechnen, irgendwann einmal kommt dann halt ein Prozess, der die Druckpunkte der Druckmaschine ausrechnet und dann entsprechend belichtet. Wurscht, ob das jetzt der Lasertrommel oder die Platte von einer Offset-Druckmaschine ist. Und ich sage mal, Information verlieren kann man immer noch. Wenn man allerdings also die Schrift, den Zeichensatz in Kurven aufgelöst hat, dann macht dieses Aufrastern wirklich der Raster-Image-Prozessor, und der kann das genau für diese Druckmaschine machen, mit einer ganz einer anderen Qualität machen. Also wenn man das selber macht, die Problematik ist auch, wenn man dem jetzt Pixeln schickt, dann werden diese Pixeln, dieser bereits vorhandene Bildraster, wird noch einmal aufgerastert für die Druckmaschine. Also es gilt die Faustregel, also bei Plakaten zum Beispiel, ja, A3 mit 300 dpi, da kann man einen Text aufhauen, was man will. Und das kann man dann auch vergrößern, verkleinern, das reicht schon, das schaut schon gut aus. Aber grundsätzlich sollte man das Aufrastern von Zeichensätzen sollte man wirklich vermeiden. Ich habe nur, willst du was auch ja? Beneficieren? Die Schrift für das Berufszeichen, die war GTF, die habe ich dazugegeben. Aber die andere Schrift für den Text auf der Rückseite, der Kanzleischrift gehabt, da hat er gesagt, der macht Kurven drauf. War das eine schlechte Schrift? War das eine Schrift, die man nicht verwenden soll? Wer hat Kurven draus gemacht? Nun, Skribus beim Beneficieren. Das kann durchaus sein, wann die Schrift irgendwas. Das kann sein, dass da irgendwas drin war, mit dem man nicht glücklich wurde. Vielleicht war es eine Schrift von einem anderen Typ, vielleicht war es eine Typ 1 Schrift oder sonst irgendwas. Und die kann er, wie war das, ich glaube nicht so ohne weiteres in ein PDF packen, als Schrift. Er kann sie nicht als Schrift einbetten, das kann er nur bei bestimmten Schriften. Deswegen hat er sie in Kurven aufgelöst, damit er trotzdem noch die volle Auflösung der Kurven hat. Aber halt der Zeichensatz als solcher ist halt in PDF dann nicht mehr vorhanden. Also es ist quasi ein Nödel. Für die Schrift soll ich das nächste Mal andere nehmen. Wenn es bis jetzt funktioniert hat und wenn es gut funktioniert und wenn die Schrift schön ist und vor allem man im ursprünglichen Scribus-Dokument die Schrift bearbeiten kann, dann lassen. Dann wird halt das PDF ein bisschen größer, aber wenn es nicht unbedingt jetzt 1000 Seiten sind oder solche Sachen, ja, sollte das eigentlich nicht ins Gewicht fallen. Also da kann man für sich selbst so arbeiten, wie es am besten ist. Und etwas anderes wäre, wenn die Schrift in Pixeln aufgelöst werden würde. Dann sollte man sich überlegen, ob man dann sich nach einer Alternative umschaut, aber solange das in Kurven aufgelöst bleibt, ist das Ganze ein überhaupt kein Problem. Und was dann natürlich sein könnte, wenn es in Kurven aufgelöst worden ist, dass dann da der eigentliche Text nicht mehr PDF ist. Nein, das war nicht so gefasst. Ja, alle Unklarheiten, vielleicht doch, okay, ja. Ich habe hier ein paar Kommentare. Okay. Fragen oder Kommentare? Mehr Kommentare. Okay, gibt es noch Fragen? Ja, kein Problem. Gibt es noch Fragen? Okay, bitte. Zum LaTeX. Ja. Eine Frage. Du hast gesagt, offensichtlich, also jetzt empfiehlst du es nicht, okay. Das für den Alltagsgebrauch empfehle ich es nicht. Und dann hast du davon gesprochen, dass professionelles PC ziemlich in der Mitte, professionelles ZTP unter Linux spielt es nicht. Heißt das, dass LaTeX vom Output her gesehen jetzt
keine professionellen Ergebnisse liefert? Mhm. Oder ist es für den professionellen Gebrauch aufgrund seiner Eingabesprache nicht geeignet? Oder, verstehst du meine Frage? Okay, ich verstehe die Frage. Also, das ist eine Formulierung, wo ich selber eine Zeit lang gesessen bin und mir überlegt habe, wie soll ich das jetzt, wie schreibe ich da einen Satz und keinen Absatz? Entschuldigung, darf ich noch etwas sagen? Denn die Bücher aus der wissenschaftlichen Literatur, die mit LaTeX komplett durchgesetzt sind, sind Legende. Und ja, das sind sogar sehr gute Exemplare, absolut, die hochprofessionell ausschauen. Deswegen keine Frage. Diese Frage. Das ist so eine Sache, das ist eine, ich habe fast gefürchtet, dass sowas kommt, ja, aber auch zu einem gewissen Grad auch zurecht, weil ich habe das im Hinblick auf Webserver zum Beispiel erwähnt, es gibt ja Tools, die absolut professionell sind, die absolut professionellen Output ausgeben, nur für den Alltagsgebrauch. Also, und ich bin da eher im Hinblick, also ich bin da eher ausgegangen von Programmen mit einem grafischen Interface. Und da muss man sagen, da hat Linux noch nicht, also ja, das Problem ist, ich bin mit der Zeile schon da unten gewesen. Der Einwand ist absolut berechtigt. Also das ist eine unglückliche Formulierung, das gebe ich zu. Es gibt Bereiche, in denen Linux, also in Linux, was redet da, Entschuldigung, in denen Tools, die in der Tools der freien Software, die absolut sogar teilweise ihre kommerziellen Brüder und Schwestern ausstechen. Keine Frage. Aber das könnte ich vor meinem mittlerweile sehr schlechten Gewissen so rechtfertigen, dass ich einfach sage, es sind nicht unbedingt Tools für den Normalgebrauch. Weil, auch für Profis offensichtlich nicht. Also, es ist offen. Nein, ich würde sagen, vielleicht klar, ja, ist sozusagen aus. Also erstens einmal, so, ich würde sagen, man Haus gebrauchen professionell. Ja. Weil das auch nicht Haus gebrauchen, sondern professionell. Und ja, ein Profi-Programm für den Hausgebrauch oder so. Ja, das ist aber das ist speziell bei LaTeX. Ich meine, LaTeX produziert schönen Output, aber sehr spezialisierten Output. Ja. Also sozusagen, du siehst ein Buch, das mit LaTeX gesetzt an, sofort an, das ist mit LaTeX gesetzt. Ja, weil die Abstände alle stimmen. So einfach, ja. Wirklich, genau, wirklich. Es ist aber sozusagen, es ist ein bestimmtes Layout, selbst wenn es nicht die Computer-Modern-Fonts sind, sondern andere Fonts, siehst du trotzdem noch, das ist ein LaTeX-Layout. Und du tust dich sehr schwer mit LaTeX das Layout zu ändern, sodass es danach auch gut ausschaut. Ja. Also sozusagen, wenn es, keine Ahnung, irgendeine Zeitschrift mit LaTeX setzen möchtest, dann würdest du wahrscheinlich 50% vom LaTeX-Code wegschmeißen und neu schreiben. Ich glaube dazu, ich bilde mir ein, ich habe einmal von einer Schachzeitschrift gehört oder gelesen, ja, die ihre Spielfelder mit Tech machen, ja, also dies, weiß und das, und da gibt es wirklich eine Zeitschrift, die mit Tech gemacht ist, aber ich habe zum Beispiel mehr als einmal probiert, ja, bei LaTeX irgendwelche Kleinigkeiten zu verändern, und das hat dann darin geendet, dass im Grunde man das halberte, dass immer die halberten Makros neu habe schreiben dürfen. Also dass man damit perfekt gesetzte Texte zusammenbringt, ist keine Frage, aber es ist halt wirklich eine spezialisierte Sache. Ja, ich gebe zu, da hätte ich vielleicht, also hätte ich sicher mehr Formulierungskunst da hineinlassen wissen müssen, aber es ist halt für den Alltagsgebrauch, also das, was man im Alltagsgebrauch unter... Es ist nicht out of the box. Ja, genau, danke. Also ich danke euch dafür, dass ihr mir die Kohlen aus dem Feuer geholt habt. So, also. Gibt es eigentlich einen Editor, der ein LaTeX schreibt? Ja, also ich kann mich erinnern, der Lux, wie hat er Kassel? Der ist ja Visivik. Der ist Visivik. Also das heißt, das funktioniert nicht wirklich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab den Lux einmal angeschaut für meine Matura, aber dann bin ich in so viele Sachen eingegrenzt, die ich gerne hätte, die der Lux nicht konnte, dass ich dann auf den Lux verzichtet habe und das Ganze lieber so programmiert habe. Das Problem ist dann Lux und nicht mehr LaTeX. So ein gewisses, ja. Also, und der Lux ist auch kein Visivik-Editor, das darf man nicht mit einem OpenOffice
das verwechseln, ja. Wo man jeden Furz beliebig verurteilen kann. Das also will man eigentlich nicht. Das Problem ist halt, LaTeX ist LaTeX. Und wenn man was anderes haben will, dann ist LaTeX immer noch LaTeX ist LaTeX. Also das ist etwas, ja, es hat eine Spezialanwendung, sicher absolut seine Berechtigung. Und ich freue mich immer über Artikel, die in sowas geschrieben sind, über PDFs in sowas, weil dann weißt du ganz genau, die sind wunderbar lesbar. Aber es ist eigentlich, wenn man etwas tun will, was LaTeX nicht vorgesehen hat, um es so zu formulieren, gerade mal recht schnell an seine Grenzen, ich sage jetzt, habe jetzt fast versprochen, an meine Grenzen stimmt. Also das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass das hier ein bisschen problematischer ist. So. Was anderes, wenn man gerade noch schnell beim Thema LaTeX bleiben, was für mich sehr für LaTeX spricht, gerade dann, wenn man es eher selten verwendet, ist, bei LaTeX kann ich nachschauen, wie ich etwas gemacht habe. Da kann ich mir, ich weiß, ich habe vor 4 Jahren etwas geschrieben, da habe ich das so und so formatiert, kann ich nachschauen, wie habe ich das gemacht. Das kann ich beim LibreOffice nicht. Das ist korrekt. Ich sehe den fertigen Dokument nicht mehr an, was ich vor 3 Jahren zusammengekriegt habe, damit das so ausschaut. Ja. Ich bringe das nicht mehr zusammen. Gut, ja, da könnte man sagen, man kann auch ein, man kann auch ein SVG-Handy schreiben und XML-Handy schreiben. Aber ja, der Einwand ist natürlich. Nein, aber das ist. Das ist eher. Aber es gibt. Aber von der User, ja. Die habe ich sozusagen. Das Problem ist sozusagen, wenn ich nicht da. Also so die ganz einfachen Sachen mit dem LibreOffice, die gehen einfach sofort. So, sogar für mich. Sure. Genau, ja. Aber so die mittleren, so irgendwie die, wo man eigentlich im Manual nachschauen müsste, die schaust lieber im Source-Code. Wir Kampfpinguine, wir kennen das. Keine Sorge, ich hab's nicht. Ich könnte mir den XML-Code anschauen, das muss bei nichts, weil den XML-Code sehe ich auch nicht an, was ich mit dem Video aufmache. Ist aber. Aber das ist eine Problematik der Arbeitsweise. Ja. Also genauso wie ich als alter Kampfpinguin natürlich mit der Kommandozeile viel schneller Dateien umbenennen und verschieben und sonstig was damit mache, als der eingefleischeste Apple-User, worüber sie sich meistens ziemlich ärgern. Aber das ist einfach eine Frage der Arbeitsweise. Natürlich eine Arbeitsweise, die man selber schon seit ewigen Zeiten hat, na klar ist man der schneller. Also auch wenn man mit dem VI gut umgeht, glaube ich, das haben wir vor dem Vortrag besprochen, dann ist man mit dem Ding so schnell, da kommt kein anderer mit. Das ist zu einem gewissen Grad wirklich eine Frage einfach des persönlichen Arbeitsstils. Und für, sagen wir, Nicht-Programmierer unter Anführungszeichen ist halt ist meines Erachtens nach ein Arbeitsstil über eine grafische über ein grafisches User-Interface, über eine grafische Oberfläche der gangbarere Weg. Noch eine kleine Anmerkung, okay. Zum LibreOffice. Wenn man natürlich Formelsatz machen möchte, dann muss man auch in LibreOffice die grafische Oberfläche verlassen, weil dort ist auch der Formelsatz leider ein LaTeX. Nein, ist leider nicht LaTeX. Es ist aber auch eine textbasierte Eingabe. Okay, ja gut. Ja. Gut. Er ist nicht LaTeX. Nein, es ist nur so ähnlich. Ah, okay, gut, das kann sein. Kann sein. Dran, so gut, das heißt, ich nehme an, es gibt keine Fragen mehr. Oh, ja, schade. Eine Frage gibt es noch. Ich habe ein Problem, und zwar, ich möchte auf eine A4-Querformatseite 3 Spalten setzen, die alle 3 dasselbe beinhalten. Das heißt, die Schreibscheibe und die anderen 2 sollen die Kopien sein. Das drucke ich dann vorne hin und dann will ich haben, dass ich eben so okay. Ungefähr in der Größe eine Broschüre gut finden kann. Und da finde ich kein vernünftiges Verfahren, okay. Wo ich das sammle. Das ist eine andere Stufe im Druckprozess. Du willst also quasi einen Flyer haben, den werden nachher auseinandergeschnitten. Genau. Okay, solche Dinge, das ist der sogenannte Mehrfachnutzen, das macht man nicht mit der. Das machen nicht in der Vorlage selber, das macht man, wenn die Vorlage fertig ist. Da gibt es zum Beispiel PDF-Tools. Da wird es sicherlich unter Linux-Tools geben, mit denen man PDFs mehrfach setzen kann. Man PDF fällt momentan nichts ein, aber für PostScript. PostScript, die PS-Tools gibt es, ja. Die PS-Tools. Kann das nicht PDF-Tools? Was jetzt nicht. Der Schaffler kannst du nicht. Aber. Aber das, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt als Drucker, ich drucke ein Flugblatt, dann kriege ich das Flugblatt einzeln als PDF-Datei vom Kunden, dann gehe ich
in mein Prozedere, mache den Mehrfachsatz, dann je nachdem, was für eine Bogengröße, wie groß das Druckblatt ist, drucke dann halt, was nicht, 5 Spalten mal 6, dann wird das gedruckt und dann wird das geschnitten. Also das macht die Druckvorstufe. Die Lösung. Wirklich? Die Lösung? Man nehme Inkscape und importiere einfach die PDFs drin. Ist dann Inkscribus auch? Ja, gut, das ist eine russische Methode. Aber nehmen wir jetzt. Genau das, was du gesagt hast, aber, ja. Nachher sozusagen zusammenbringen. Nein, das gibt dann muss. Dann, ja, es gibt Programme, man kann das sicherlich mit, also es gibt sicherlich Tools, die das korrekt machen. Nur was man auch aufpassen muss bei einem PDF, sehr gut, dass ich hier die Tafel habe. Du kannst Problem, abgesehen davon, dass beim Importvorgang irgendwas schief geht, ja. Also nehmen wir an, ich habe hier eine, also das sind die Außengrenzen vom PDF, dann habe ich da jetzt da so irgendein Bild. Dann kann man im PDF, und PDF ist absolut ein professionelles Ding, dann kann man hier zum Beispiel gewisse Grenzen definieren. Man kann zum Beispiel jetzt das sagen, Randanschnittsgrenzen, die kann man bitte im PDF definieren. Und wenn dann die Satzsoftware, also das RIP kommt, ja, dann weiß es, aha, okay, genau, das ist der Bereich, der gedruckt werden soll. Und da habe ich ein bisschen ein Fleisch. Und wenn ich dann einen Mehrfachnutzen setze, dann kann ich halt bei dem Tool einstellen, da lasse ich kaum 2 mm. Und dann setzt es mir das und setzt im Grunde genommen nur diesen Bereich und nicht den zum Beispiel bis zum weißen Rand. Das machen dann die entsprechenden Tools in der Druckvorstufe. Also PDF kann mehr. In PDF-Dateien ist einiges drin, also kann einiges drin sein. Und das sind eben die Dinge, die dann in der Druckvorstufe von den entsprechenden Tools gemacht werden würde, beziehungsweise diese Rahmen und so weiter setzt wirklich der Grafiker, weil der sagt zum Beispiel, ich habe jetzt da, keine Ahnung, 220 mal 31 cm Ding und ich setze mir da A4 eine, zieht überränder, definiere die Schneidkanten, sonst irgendwas, weil die Druckvorstufe verarbeitet das dann korrekt. Also das ist so eine Sache, ich glaube nicht, ich habe zumindest, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Tool gesehen hätte in der Open Source Welt, das solche Dinge kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das gibt, meines Wissens nach nicht. Aber bei PDF, da ist einiges dahinter. Aber sicherlich eine gute Methode wäre, das natürlich vielleicht sich ein ganz Skript schreiben, was uns das jemand das kann, beziehungsweise wenn man es nicht kann, wirklich im Inkscape sich ein paar magnetische Hilfslinien zu ziehen oder zu definieren. Also weil A4 im Querformat lässt sich an 99 mm wunderschön dritteln und dass man das dann halt einsetzt. Die einzige Problematik, die sein kann natürlich, wobei das wird die Standard-RGB-Grafik nicht so sehr betreffen, dass man mit Zeichensätzen eventuell Probleme hat, dass sie eventuell Formen verändern können, aber das sollte eigentlich eher, ich glaube, bei Standard-RGB sollte das eher nicht der Fall sein. Gut, gibt es noch Fragen? Oder fangen wir schon mit der Kommentierrunde an? Eine Frage, okay. Und, das leidige Thema von... Ja, das ist ein leidiges Thema, unbedingt. Was gibt es da gescheit? Es gibt ein paar freie Fonts, die mir optisch sehr gut gefallen haben. Ich habe jetzt die Namen nicht bei der Hand, blöderweise. Soll sein, OS. Ich würde sie vielleicht sogar nicht kennen. Das Problem kenne ich gut, weil ich geredet habe von Lizenzen und so weiter, das ist zum Beispiel ein Arial Grounded. Weil ich habe mir überlegt, das war doch lustig an offenen, also an freien Seiten zu sein, aber ich habe wirklich keinen gefunden. Das ist leider eine Sache, wo man sagen muss, da muss man schon Glück haben, weil die Linux-Distributionen sind, also die dabei sind, die sind meistens die brauchbaren. Aber ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von der Garamond und von der Arial Grounded, das sind aber alles kommerzielle Schriften. Ich persönlich habe für mich selber noch keinen Zeichensatz gefunden, keinen offenen Zeichensatz, der wirklich an diese alten Hasen herankommt.
Da muss ich leider sagen, da habe ich auch noch nichts gefunden. Da muss ich eine Frage dazu einwerfen, und zwar freie Schrift. Was bringt es, wenn ich hier eine freie Schrift habe? Geht es jetzt um Veröffentlichung oder ist es wurscht, wenn ich die das habe ich noch immer nicht Es bringt ganz einfach das, für diese Schrift muss ich irgendwo daheim eine Windows-Lizenz mit umlegen haben. Habe ich. Für einen freien Einsatz und so weiter. Ja, genau. Okay, ja. Genau, ja. Bei einer freien Schrift war das wurscht. Das ist, also für die habe ich im Grunde genommen gezahlt. Auskompliziert ist das auch nie worden. Also das ist im Prinzip. Für den privaten Einsatz ist alles so. Bei der Arial ist es ein bisschen kompliziert. Ja. RSI zeitlang bezüglich möglicherweise gibt es immer noch gratis zum Runterladen von Microsoft. Also, genau. Das ist, und Sie, also das ist juristisch so irgendwie und eine Grauzone, aber Sie, ich darf auch nicht. Aber es gibt andere Schriften, bei denen es ganz klar ist, sozusagen, die musst du kaufen und du darfst sie für bestimmte Zwecke verwenden und nicht für andere. Das heißt, du darfst zum Beispiel die verwenden, um damit was zu drucken, aber du darfst sie nicht in der PDF einbetten und du darfst sie schon gar nicht als Open Webfont auf deine Webseite stellen. Und wenn man die Linux verwendet, kann man doch nichts passieren, oder? Und die Linux verwendet hat nichts damit, das ist die Schrift, das ist die Lizenz der Schrift. Sind die Linux auch lizenzierte Schrift? Nein. Bei den Distributionen. Basic dabei, aber bei den Distributionen. Können wir eine Schrift kaufen bei einem Fonthaus und dann steht in der Lizenzbedingungen drinnen, was ich damit tun darf und was nicht. Und hin und wieder passiert es halt, zum Beispiel bei FPÖ, nein, die ÖVP war das, dass sie den Font, den sie gekauft haben, frei auf ihrer Webseite zu Download anbieten, versehentlich. Hoppala. Selbst bei einem Juristen ein diskutiertes Thema, ob solche Einschränkungen bei einem echten Kauf nach österreichischem Recht überhaupt zulässig sind. Das Gegenbeispiel ist dann immer, wenn ich einen VW verkaufe, darf ich den Käufer nicht vorstellen, welche Reifen er zu verwenden hat. Ich kann nicht sagen, du darfst nur diese Reifen dieser Sorte drauf. Ja, es ist ein bisschen nichts. Ja, es ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk und das darf nicht beliebig kommen. Was ich hier noch einwerfen möchte, Debian hat ja auch Non-Free Repositories und da sind die sogenannten MS Core Fonts dabei, die Microsoft Core Fonts. Und die kann man installieren. Um das zu dürfen, muss man allerdings irgendwo daheim gültige Microsoft-Lizenz herumlegen haben. Dann darf man die verwenden. Dann kann man die wirklich mit. Da denke ich mal, es wird grundsätzlich überhaupt kein Problem sein, weil egal wer irgendwann einmal einen Rechner kauft hat, hat mindestens einmal ein Microsoft mitgekauft, ob er wollen hat oder nicht. ZB, ja. Oder ob er es jemals genutzt hat oder nicht. Das genau. Heißt, wenn ich ein Windows 3.11 gekauft habe und ich habe die Schrift mitgekauft, damals interessiert das heute eh schon. Kann er im Prinzip, aber ich habe es. Also wirklich aufpassen müsste man bei irgendwelchen Schriften, die Firmen speziell in Auftrag gegeben haben und sonst was, da muss man aufpassen mit der Haftelmacher. Die haben auch zum Beispiel von unseren Systemen, wo zigtausende Schriften rum waren, immer sehr schnell gelöscht. Aber die wird man, glaube ich, in der freien Welt herumfliegen, also die wird man in der Welt nicht unbedingt herumfliegen sehen. Aber es ist, sagen wir, bei den Standardschriften unter Anführungszeichen, wenn man entsprechende Lizenz gekauft hat, schaut das kaputt. Ja gut, was auch immer das. Bei den Microsoft-Platforms, glaube ich, ist auf der Webseite oben, was man mit denen machen darf. Und ja, also kurze Zusammenfassung ist nach meiner finsteren Erinnerung ist, wenn man sie sich selber saugt und installiert, dann darf man damit vieles machen. Saugt auf jeden Fall ja. Sonst darf man alles damit machen. Für gewisse Zwecke darf man es ja. Deswegen gibt es auch keine RPMs oder Debian-Pakete, wo die fix fertig drin sind, sondern genau. Es gibt eine lustige Nose, sowas RPMs heißen die bei der Welt, wo man sich das RPM zu Hause selber baut und beim Bauen wegeht er erst runter, weil ich es dann quasi selber runtersaugt. Bei den Debian-Pakete, da ist im Installationsskript des Pakets der Befehl, dass er sich vom Microsoft-Server äußert. Ja. Das ist die andere. Also, das ist die wunderbare Debian-Lösung. Okay, gut. Nun, Fragen haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Dann bitte ich um vernichtende Kritik, so wie in 150 Jahren oder auch jetzt. Also, das erste Mal möchte ich herausstreichen, dass man sieht, dass du aus der schreibenden Zunft kommst. Und diese Leute haben, also das Lesen und Schreiben war seit 500 Jahren immer schon.
mittlerweile. Ey, bitte, es gibt noch 2012 Typbuch und PDF, ja, aber dann bin ich eh nicht mehr da, wenn es lesbar ist. Wow, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also ich habe zumindest keinen gefunden und ich finde, so ist normal, sie hat sehr mittlerweile auch ganz anders zusammengeschrieben, aber. Ja, ja, dann ist es eine Sache. Das hat jetzt sein müssen, gell? Aber danke, du hast eine halbe Stunde lang eine ewige Dankbarkeit für diese Aussage. Ja, bitte. Ja, also ich muss vorausschicken, ich bin auf einem Architekturinstitut an der TU Wien und habe viele Schmerzen erlebt auf anderer Seite mit dem Zu-Papier-Bringen von grafischen Dingen. Oh ja. Auch schon auf Dingen, also wir haben einen Plotter, wir haben einen Rick für diesen Plotter, der sehr gerne einmal das Handtuch wirft. Okay, gut, ja. Da fange jetzt gar nicht ins Diskutieren drüber, weil das genau. Interessiert mich sehr, aber leider, dass das selbst einmal muss. Da. Und der ganze Schmerzen immer arbeiten muss. HPG 2 oder kann er Post gibt da? Kann Post gibt. Okay, na gut, dann ist nicht so schlimm. Ist immer noch schlimm, weil der haut trotzdem auf die Kunde. Das ist der. Ja, aber es ist nicht so schlimm, wie es wäre, wenn er Karten ausgibt könnte. Okay. Okay, verstehe. Dann, ja, also tiefer ist Containerformat, also da zwinge ich die Leute irgendwas einzuflecken. Das ist. Sonst kommt ja nie was Gescheites raus. Also wie ein flaches Format, das, was ich jedem nur empfehlen kann. BNG habe ich nicht gewusst, dass das jetzt nur RGB eigentlich ist logisch. Ja, es kann indizierte Farben auch, aber im Grunde genommen es ist ein RGB-Format. Warte, ich habe genug besprochen, eben, wobei ich sagen muss, das Lux finde ich nicht so schlecht, obwohl es kein weißer Weg ist. Ja, denn es braucht mir bekanntlich bei LaTeX nicht, weil es eh immer richtig rauskommt. Ich hab das nicht gesagt, aber trotzdem danke. Außerdem gibt es ein paar Journale, die nehmen gar nichts anderes. Also im wissenschaftlichen Bereich hat man da keine Chance, sonst nehmen sie einfach das Dokumente. Ich habe die Journale nehmen aber nicht die Verbreitung wie die Kronenzeitung. Das ist wahr, aber dann lese ich wahrscheinlich mehr die Journale. Gut, Scribus, das mit Diffuszeiten ist mir nie aufgefallen, ich bin kein großer Scribus. Inkscape, muss ich sagen, dass das für das heißt das Coriandrello für Arne bezeichnet. Ja. Das unterschreibe ich nicht, weil das, was aus dem Inkscape rauskommt, da funktionieren nämlich die Files und aus dem Coriandrello funktionieren sie nicht. 100.000 Mal ausprobiert. Nein, der Quelltext ist nicht offen, es kann eine schauen, das Ganze. Nein, das ist ein ganz Programm, das ist die Version 3, war die letzte gute. Okay. Und es ist so weit gegangen, dass es auf unserem Institut Coriandrello-Verbot gibt. Und zwar schon seit 7 Jahren. Wir hatten einen Schneidplotter, der mit Coriandrello angesteuert werden musste. Aber ich persönlich habe mit Coriandrello andere Erfahrungen gemacht, aber soll es sein, ja. Nein, das ist völlig hier und da ein paar Linien oder hier und da jetzt. Okay. Nein, halt 10-mal so groß. Aber dann haben sie die Ohren besser als die Reichen in diesem Fall. Also, ja, also ich würde sagen, das ist eher der Illustrator für Arme. Ja. Und nicht, das ist ein Ding, mehr Gimp. Das ist schon fast vergleichbar in Photoshop. In manchen Bereichen absolut. Er kann halt kein Zmück, er kann nur die 16 mit RGB. Genau. Aber die werden, also ich glaube, Adobe RGB kann er schon und solche Geschichten. Also glaube ich, das geht. Aber der Gimp ist wirklich also von seinen Anfängen, bist du der hat sich gemausert. Ja, das ist richtig. Also ich sein, professionell. Übrigens, Inkscape gibt es auch für Windows und ich auf jeden Fall, ich habe es heute erst verwendet. Und ja, auch für einen Mac, obwohl ich keinen Mac verwende, wobei die Mac-Version immer ein bisschen hinten ab ist. Ja, liebe OpenOffice, da hätte mich interessiert, ob die Standardkonformität, wenn du das auf OpenOffice gesagt hast, ob das auch noch fürs LibreOffice gibt. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Als die Oracle den Sun geschluckt hat, war ich nicht mehr im Druck. Verstehe. Weil, aber ich glaube nicht, dass sich das unbedingt verschlimmert hat. Weil sie haben ja das LibreOffice als einen einzigen Riesenvorteil, den ich jetzt nicht gerne nutze, nämlich der SVG-Filter ist dabei. Was das OpenOffice nämlich idiotischerweise nicht hat. Und das hat mich sofort dazu bewogen, man muss dann runterladen irgendwo von irgendeiner Seite. Für LibreOffice, die haben dieses Paket von Advanced, das da geschrieben haben, integriert und da ist Gott sei Dank der SVG-Filter. Also nicht, den muss man jetzt nachinstallieren. Nein, beim Libre nicht, bei oben schon. Also das bei Office ist jetzt noch LibreOffice. Genau, OpenOffice ist leider nicht mehr. Blöderweise hat das Krieg des OpenOffice den Support von IBM und nicht das LibreOffice, aber gut. Die IBM haben ja das Lotus, blablabla, Symfony generiert, was praktisch auch mit IBM-Label versehen als OpenOffice war. Was
Textarbeit, das hätte ich ganz gerne einmal gelernt, wie man das ordentlich macht. Aber es ist nicht so schwer. LibreOffice für den hatte ich uns aber auch geh auf. Über das Einfügen, Textrahmen, sonst was, und spüre ich ein bisschen. Das einzige K-Wert am Anfang ist, die Rahmen ducken mit. Die muss man dann entsprechend umstellen, dass die Rahmen nicht mitducken. Aber ansonsten ist das was ein recht einfaches und doch sehr mächtig ist. Ich habe auch rahmenlos erfüllt. Aber nicht rahmenlos. Ich denke, man hat sich so viel Schwachsinn machen in dem, natürlich an Vorlagen. Und ich habe eine erlebt, da habe ich einem Freund geholfen bei seiner Bachelorarbeit. Da habe ich gemeint, den Typen, der die Vorlage erstellt hat, den muss ich auf Papier einladen. Und zwar macht man das am besten so, man geht mit ihm in das Wirtshaus, dann sagt man, schau mal her, dann hat er mir den Cent, dass er dort liegt, und dann hat man 5 Euro, wo ich sage, da übrigens, das ist für dein Bier. Und ja, stell dir von dir, ob das beruflich jeden Tag zu liefern wird. Genau. Ich hatte sogar mal wegen einer Word-Verlage einen Nervenzusammenbruch. Da hat einer dreispaltig also ein Flugblatt gemacht. Ja. Erstens mit Word, zweitens mit Leerformat und drittens mit Spalten. Und dann hat er so ein Pixelbild drin gehabt von irgendeiner Webseite, so kam und so 60x60 Pixelbilder. Ja. Und dann war es schwarz-weiß und hat uns auch angerufen und gefragt, ob man das Ganze wieder in Farb stellen können. Und ich habe dann so lachen müssen, ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich einen Schädel, das kalte Wasser gehalten. Und mehr und mehr, ich habe wirklich einen Nervenzusammenbruch gehabt wegen dem Schatz. Also, vergesse ich nie, leider. Dann möchte ich noch aus schmerzhafter Plotte-Erfahrung, wenn man viele Poster plottet, sagen, es hat sich die Unsitte eingebürgert, im PowerPoint-Poster zu machen. Und PowerPoint hat aber das kleine Problem, dass nicht für mehr ausgelegt ist als A3. Das Programm, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil es zu schmerzhaft für mich wäre, eignet sich nur für Präsentationen. Genau. So ist sonst nichts. Und ich glaube, es kann er nicht einmal über Bildschirmauflösung abspeichern. Exakt, das ist das kleine Problem. Das kann man nämlich mit den diversen OpenOffice, LibreOffice Tools hervorragend zoomen und das schaut gut aus. Na klar. Das ist ein Tipp. Grafiken automatisch und so ziemlich alles einfach auf seine 20 dB ob und aus. Ja. Und genau. Das geht nicht mehr. Geht nicht. Und eine kleine Frage wäre noch, wie ist das mit der Variation der Laufweite? Bevor ich anfange zu formatieren, oder ist das sehr böse? Variation der Laufweite? Das sind die Abstände zwischen den Bots. Also zwischen den Zeichen, ja. Ich habe in meiner kleinen Zusammenschrift, ich glaube sogar irgendwas, wo ich genau das gemacht habe, einfach um etwas hervorzuheben. Mhm. Weil ich wollte das nicht fett machen, weil das war dann fett und ist eigentlich so ziemlich ein Probeausdruck, aber so entgegenknallt. Ne? Wie gesagt, das menschliche Auge sieht Abweichungen sehr gut. Kursiv hat es irgendwie nicht gescheit ausgeschaut und das was und das was, und dann habe ich einfach die Laufweite ein bisschen erhöht und dann, also leuchtet es zwar hervor, aber es sticht nicht hervor. Also zum Hervorheben, wenn man was ein bisschen betonen will, ohne dass man es jetzt gleich fett druckt, ist das durchaus was geeignet. Also man kann sich da oft, also Formatvorlagen kann man sich definieren, das ist keine schlechte Idee, dass man halt eine Zeichenvorlage hat. Das kann man zum Hervorheben durchaus verwenden. Die einzige Problematik, das schaut meistens im Druck wesentlich besser aus als auf Bildschirmen, wegen die Pixel, weil der Blatt Papier hat de facto analoge Auflösung. Okay. Also und der Bildschirm. Um einzeilige Absätze reinander wieder auf und Sachen zu vermeiden, ist das keine Möglichkeit. Kein Laufweite. Laufweite editieren, Durchschuss editieren. Aha, nicht wirklich. Bitte eine kleine Formulierungsänderung. Wenn man es selber macht, ist das in Ordnung. Nein, das sollte man absolut verhindern. Auch, also, weil natürlich Zeichensätze haben eine gewisse optische Dichte. Und wenn man dann einfach die Laufweite verändert, das schaut dann im Grunde genommen aus wie so ein, also, ein Kollege von mir hat einmal gemeint, das Papier hat Masern. Also, weil da halt irgendwo, es war viel weiß und dann halt irgendwo ein bisschen Druckerschwärze. Ja. Ich rede ja nicht von verdoppelter Laufweite oder. Nein, bei solchen Dingen sind auch kleine Unterschiede oft optisch sehr stark sichtbar. Also das ist, es ist vertragbar, manchmal hilft da wirklich nur was. Ja. Noch eine möglicherweise dumme Frage trotzdem. Wann schickt man überhaupt einem Drucker einen ASCII oder UTF-8-Text und separate Bilder? Oder will der eigentlich nur PDFs fertig? Ich meine, schicke ich das andere an eine Redaktion und die machen dann das Layout?
Also, kannst du da ein bisschen. Ja, ich kann verstehen, was du meinst, ja. So nach dem Motto, ich schicke ihm das Händel und das Gemüse und er macht mir dann ein schönes Händel draus. Wenn ich eine Zeitung mache, ja, und da schickt ja, jeder ein PDF, da jeder verwendet irgendeinen anderen lustigen Fond, dann schaut das nicht aus wie eine Zeitung, ja, sondern das schaut aus wie ein Sauhaufen. Hingegen, was weiß ich nicht, mache ich es ihm leichter oder schwerer, wenn ich ihm da ein PDF schicke? Den Drucker schickst du ein PDF. Der Drucker schickt ihm das PDF. Die Redaktion, der kann es irgendwas schicken, aber die Redaktion schickt den Drucker ein PDF. Okay, gut. So ist es. Also dann habe ich nur den Sonderfall, dass unsere Druckerei sozusagen auch das Layout macht. Offensichtlich, ja, offensichtlich, weil diese ganzen Sachen zusammensetzen. Schon, okay. Und dann natürlich einen ASCII-Text zu schicken oder einen UTF-8-Text schicken, ist natürlich bequemer, weil das kann man leicht in jedes... Ist klar, die hat man seine Vorgaben, hat das Ganze eine... könnte dann vielleicht dort noch irgendwas zusammenbauen, was braucht und so weiter. Ja klar, das ist so, ich sag so, ist das für ein Magazin oder für Nachrichten oder? Das ist für die QSP, das ist unsere Vereinszeitschrift. Okay, alles klar, ja, klasse, absolut klassische absolut klassische Freund. Dem geht es um die Inhalte, ja, und die bauen dann halt, die machen dann die Reihe. Die machen auch uns das Layout. Also ja, genau. Das heißt, dann sind die Grafiker und dann offensichtlich, also Grafiker und Drucker nehmen wir was hin, was manchmal wirklich normal ist. Nun, das... Gerne Frage noch, wobei ich weiß, dass es sich ein bisschen vorbei bewegt bei dem, was wir hier machen wollten. Und zwar, was für ein Kastelzeichenprogramm gibt es noch außer dir? Hast du da was gefunden? Außer Kastelzeichenprogramm außer? Also, was ja, Tier gibt. Also das ist sozusagen Diagramme aus Kastelzeichen. Also mehr kann das Tier nämlich leider nicht. Das ist das Traurige. Ich habe mich mit solchen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, nie auseinandergesetzt. Also wenn man Striche zwischen den Kasteln malen kann, die an den Kasteln hängen, weil ich einfach verschieben kann. Das ist etwas, was ich immer ewig brauche. Solche Dinge. Ich habe früher das DigiF sehr gerne verwendet, ich verwende es teilweise also immer noch, CDIF geschrieben. Man merkt ihn nur leider an, dass es Mitte der 90er Jahre entstanden ist und seitdem nicht wirklich weiterentwickelt wurde. Das heißt, so irgendwie die Sachen, die es kann, funktionieren gut, eben auch so gerade Linien mitziehen und solche Sachen. Aber es ist halt irgendwie auf eine 8-Bit-Palette eingeschränkt, was kein Problem ist, wenn man nur Kasten zeichnet, aber wenn man dann irgendwelche Bilder einfügt, weil man, weiß nicht, ein Foto vom Server drin haben will in der Netzwerkgrafik oder sonst irgendwas für einen Jahresbericht, dann schaut es fürchterlich aus. Und das Fonthandling ist ganz miserabel. Also ich bin eigentlich für solche Sachen mittlerweile auf Inkscape umgestiegen, obwohl es nicht wirklich dafür gedacht ist, aber... Bei solche Sachen, also erstens einmal, ich brauche das vielleicht alle heiligen Zeiten ein halbes Mal. Und wenn ich das tue, dann mache ich Folgendes, dann nehme ich einen analogen Datenträger und ein analoges Schreibgerät und skizziere das Ganze, beziehungsweise mittlerweile mache ich das über Whiteboard mittlerweile, was ein bisschen komfortabler ist für sowas. Und wenn mir der Entwurf gefällt, dann gebe ich mit einem Inkscape zum Beispiel und mache das digital. Also ich helfe mir hier als Skizzensportstufe wirklich, mache ich ja Handskizzen. Aber das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, wie ich gewöhnt bin zu arbeiten. Und die Leute haben sich alle gewundert, wenn ich irgendwas gemacht habe und sonst irgendwas. Ja. Und ich habe aber dann Zeichensatz ausgeschnitten und den auf ein Blatt gelegt und weil ich gesagt habe, ich bin schneller, als wenn ich das mit der EDV machen, mit der Maus und sonst was. Also da haben die Leute oft geschaut, aber ich bin jemand, der einfach Werkzeuge immer so verwendet, wie es am besten ist. Wurscht, ob das jetzt ein Blattpapier und ein Bleistift ist oder keine Ahnung, Programmiersprache. Wie oft editierst du das dann um im Laufe der folgenden Monate und Jahre? Wie oft mache ich sowas? Also, nein, mit der einen konkreten Zeitung, wie du gerade skizziert hättest. Oder ist das einmal gemalt und fertig? Also das würde ich zum Beispiel jetzt, das schaut irgendwie aus wie ein Axel, das würde ich dann quasi einmal machen, ja, ziehe es halt mit Inkscape nach und so weiter, kopiere natürlich bestimmte Elemente, dass ich mir leicht um das Inkscape habe, teilweise auch Funktionen, wo es eckige Pfeile und so weiter machst.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas jemals wirklich, also wenn ich es gebraucht hätte, verändert hätte. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist einfach was, was ich viel zu selten mache. Natürlich, wenn man permanent Organigramme und sonst was macht, verwendet man vielleicht andere Werkzeuge. Aber da muss ich leider sagen, mangels aus Erfahrungen kann ich keine qualifizierte Meinung dazu haben. Das ist dann das, was schon irgendwie Peter meiner Welt eher ist, dass man entweder egal ob Netzwerk Doku, Organigramm ist oder irgendwie komische Folgen Software Doku, wo man dann im Laufe der Monate, Jahre dann updatet ist und alles klar ist. Ne? Da hilft ein Skizze und einem Inkscape nicht, wenn ich dann alle halben Jahr anfange, wieder alles einzusortieren. Das ist mühsam. Da muss ich auch dazu sagen, auch ein Grund, warum ich gewisse Werkzeuge dann nicht gerne verwende, ist einfach, weil ich habe die volle Kontrolle. Ich möchte die haben, ich möchte sagen, die Linienstärke ist so und so, ich möchte sagen, da habe ich einen Schotten, da habe ich keinen Schotten. Und was mich immer ärgert, so Präsentationsprogramme und so, die zwingen mich, dass ich was tue. Ich weiß genau, es ist falsch, aber ich kann nicht einfach, okay, dann pfeife drauf und dann mache ich es hin. Also das, man sollte Leute wie ich machen, auch bei ein paar doch Säulenprogramme und so weiter, auf diese Art und Weise zu einem gewissen Grad. Ja. Das heißt, die machen das in irgendeiner Tabellenkalkulation vor und dann zeichnen es nach, weil ich dann gewisse Sachen habe oder Effekte habe, die man sicher nicht in einem menschenvertretbaren Zeitraum überhaupt implementieren kann, wenn man es wollte. Also das hängt aber wirklich sehr von der Arbeitsweise. Aber was so Präsentationsprogramme betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich relativ schwach, weil ich habe es immer nur gefürchtet, wenn ich den Output gekriegt habe. Also ich glaube, die kommerzielle Schiene noch wahrscheinlich weit voraus. Weil die kann zum Beispiel aus Datenbanken, also gerade für Netz, genau, ja, den ganzen Plätzchen einbinden. Ist möglich. Ist möglich. Ja, aber gerade bei solchen Sachen für einfache Labor und Demo kann man das gut machen. Für realistische Meinung nach muss das Handy auch solche automatisch generierten Netzwerkdinge nacheditieren, damit man sich zum Beispiel exportiere PDF, importiere das PDF irgendwo anders und bearbeite es weiter. Das habe ich nur zu oft in meinem Leben. Also ich habe schon genug grafisches Output gesehen und das ist wahrscheinlich nicht das schlechteste Tool, dass ich weiß, dass das automatische Formatieren von Graphen etwas furchtbar nicht trivial ist. Ja. Richtig. Ich rede nicht von Graphen mit 5 Nudeln und so. Richtig. Das ist auch unterregal. Und große Graphen, viele Graphen. Ja. Und da kommen gewisse Digitalgucken und machen es gleich nicht. Das Business ist im Endeffekt weniger Arbeit. Wenn du das einmal machst, ja. Gut. So, das heißt, alle sind erleuchtet, alle Fragen, Kommentare und Ungleichheiten sind geklärt und dann nicht, was machen wir. Sind geklärt, ne?